Hallo. Ich zeige euch heute, wie man ein wunderschönes, erfrischendes Zitronenwassergetränk herstellt. Was sehr wichtig ist, um genügend Elektrolyte zu haben. Scheiße, ich kann es nicht. Hallo. Ich zeige euch heute. Ah, nee, geht ja nicht. Warte mal. Ich zeige euch heute, wie man ein wunderbar erfrischendes Zitronenwasser herstellt. Dafür brauchen wir eine große leere 1 Liter fassende Flasche. Glasflasche am besten. Eine schöne, runde, eierförmige Zitrone. Schön gelb. Ein schönes kleines Zitronenauspressgerät und ein scharfes Messer. Zuerst schneiden wir die Zitrone in zwei Hälften. Dann nehmen wir die Zitrone und pressen sie richtig schön aus. Dass nichts mehr im Saft in der Zitrone steckt. Dann nehmen wir den Saft und füllen ihn ganz vorsichtig in unsere Öffnung der Glasflasche. Ups. Das macht gar nichts. Und dann fehlt uns nur noch Wasser. Jetzt mischen wir einmal richtig ordentlich durch. Und dann wird getrunken. Auf Ex. Womit ich mir so meine Zeit vertreibe, ich lerne ein Instrument. Heute habe ich mich für die Thin Whistle entschieden. Die Thin Whistle kann man auf drei verschiedene Art und Weisen beblasen. Man kann mit unterschiedlich starker Art und Weise in die Flöte blasen. Einmal ganz sanft und sachte. Wenn man ein bisschen mehr Druck in die Blastechnik legt, dann kommt ein höherer Ton. Das ist ungefähr genau die Oktave zu dem Ton davor. Noch ein bisschen doller und es wird sehr hoch. Ich habe euch ein kleines Lied mitgebracht. Wenn ihr auch so eine Flöte zu Hause rumliegen habt, zufälligerweise, dann könnt ihr mir jetzt folgen. Dann könnt ihr mir jetzt gleich tun. Dann könnt ihr jetzt versuchen mitzuspielen. Als erstes bedecke ich mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger meiner linken Hand die oberen beiden Löcher. Und dann folgt der Ringfinger. Aber den ersten Ton zweimal. Dann kommt der Zeigefinger der anderen Hand und dann wieder weg. Jetzt spiele ich euch das ganz langsam vor und vielleicht könnt ihr gleich mitspielen, wenn ihr das Lied kennt. Das Ganze ein bisschen schneller. Eine weitere Beschäftigungsmöglichkeit in diesen Zeiten, wo wir so viel Zeit zu Hause verbringen, ist das berühmte Puzzle. Ich habe mir dazu ein ganzes 1000-Teile-Puzzle zukommen lassen. So, und so ein Puzzle ist nicht so einfach, nicht wahr? Ganz schön viele Teile, um genau zu sein, 1000. Ich sitze jetzt nun schon ganze 7 Tage an meinem Puzzle und habe nun schon auch schon einiges erreicht. Ich habe den Rand, ich habe den Mittelpfad, den großen Leuchtturm. Schwierig ist natürlich die Himmelpartie. Dann bin ich mit dem Sand schon etwas weiter, da immer wieder ein paar Schatten zu sehen sind, an denen man sich irgendwie orientieren kann. Und jetzt suche ich weiter. Ich habe diesen Haufen von Teilen und denke mir, da müsste doch irgendetwas mit deinem kleinen Stöckchen hin. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Und so rum passt es nicht. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. So rum passt es nicht. Vielleicht ja so rum. Und jawoll! Was natürlich blöd ist, wenn man das auf dem Fußboden macht, ist, dass hier ein bisschen viel Staub rumliegt. Ich muss mal kurz wegsaugen, sonst komme ich noch ganz durcheinander. Nur drumherum saugen, damit man auch keine Teilchen einsaugt.